So Leute, dann hallo erstmal. Und wir gehen jetzt erstmal raus. Und wir holen uns ein paar Blumen und Parfüm. Bist schließlich in Beauclair. Damit wir endlich mal diese Mission machen. Weil die Beamten auch in dem Mittelalter waren die nicht so toll. Parfümer. Willkommen zurück, Meister. Ach, bei dem war ich schon, ne? Zeig mir, was du anzubieten hast. Boah, das geht ja voll langsam. Parfüm. Brauchen wir mal eine? Ja. Danke. Und sonst Blumen brauchen wir noch. Aber was für eine? Ich muss los. Bis nächstes Mal. Alles klar. Dann lass uns mal. Der Film haben wir. Scheiß doch auf alles. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herren. Nee, 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 nee. Was? Oh. Dachte schon mal, was ist jetzt los? Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Geralt von Riva. Okay. Mal sehen. Sehr freundlich. Edon, Gemmel. Hier, Geralt von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Oh shit. Wie bitte? Oh shit. Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Oh shit. Du magst doch Moschusdüfte. Wie kommt ihr darauf, mein Herr? Ich habe es gerochen, als du vorbeigingst. Dein Duft. Lieblich. Da dachte ich mir, dass du das hier auch mögen könntest. Oh, ich kann aber nicht. Aber das geht doch nicht. Bitte nimm es. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Oh yeah. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden, aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt, aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt.
Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Gianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Oh yeah. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wie viel Geld muss es denn sein, dass die mich so... Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexer? Kann nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Hast du ein Anliegen? Ja, was jetzt? Achso, er macht das schon. Ja. Sehr diskret. Mhm. So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Ach da. So, wie viel Geld haben wir da? Oh, shit. Was zur Hölle soll das, Gianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Oh, du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Okay, du hast eine Woche. Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen. Ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Ich hoffe nur. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gut gemacht habe. Wir warten jetzt eine Woche. Das heißt, wir machen jetzt ganz schnell die Meditation eine Woche lang. Na gut. Scheiß doch auf alles. So, wir sind jetzt hier. Ach, hier ist doch, ja. Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Gianfanelli. 500. Eins noch. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Hm. Die Herzogin hat sie bestellt. Wozu bloß? Ob das jetzt so viel Geld war? Naja, naja. Naja. So. Mit dem Kurator sprechen. So, das machen wir als nächstes. Dann mal los. 66 Meter, das geht voll. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Daubry bleibt bis auf... Dann mal los. Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen.
Was ist denn hier los? Oh, Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit, ich zeig es dir. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginald Aubry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Oh, shit. Es ist einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Oh, man. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclair entworfen. Beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Keine Sorge, Reginald, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Na gut, dann lass uns mal die Hoden untersuchen. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Es muss ein trockener Blutfleck. Ist das geschnitten oder was? Finden wir noch was? Ach, da ist noch was. Da unten. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Ja? Hier. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Oh, fliegende Schwerter, auch nicht schlecht. So, wo kann das denn sein? Hoden, Alter, untersuchen, das kann doch nicht sein. Dieser Geruch ist ja ziemlich weit. Also ich dachte schon, das war sie. Ja, dieser Geruch hält echt lange. Muss man sagen. Boah, Alter. Der Geruch führt zu dieser Tür. Ach du Scheiße. Geht da ab. Das geht ab.
Aha. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Aha. Und sie lag da schon. Sie lag da schon. Ego, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Mhm. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Okay, wir machen kurz einen Cut und